Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Aufnahme ist wieder abgespackt, das weiß ich, weiß schon wieder, was in dem nächsten Part hier passieren wird. Yay! So, wir sind aus Iselia verbannt worden, weil wir, dafür gesorgt haben, dass diese Science das Dorf angegriffen haben. Und deswegen müssen wir uns jetzt auf die Suche nach Colette machen, weil wir uns ihre Weltenerneuerung, Reise und so anschließen wollen. Und ja, da ich jetzt schon weiß, wo ich hin muss, macht es das ein bisschen einfach. Werde stark! Okay. Ach ja. Nein. Hier, Erfahrungsfähigkeiten. Wie das so funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht. Es wurde uns in der letzten Folge erklärt. Entweder muss man hierfür Punkte sammeln, um hier irgendwas zu lernen, oder ich muss sie ausrüsten, weil das scheint ja meinen Werten irgendwie was hier zu ändern. Also ganz habe ich das jetzt noch nicht verstanden. Aber werde ich schon irgendwann. Ich bin nämlich lernfähig. Ich glaube nicht, dass wir Colette finden werden, indem wir planlos herumlaufen. Lass uns sie, indem wir sehen, nach Colette fragen. Mehr können wir nicht tun. Okay, lass uns diese Person hier fragen. Verzeihung? Was gibt's? Ist Colette, ist die Gruppe der Auserwählten hier vorbeigekommen? Keine Ahnung, ich habe sie nicht gesehen. Ich verstehe. Seid ihr beide auf Pilgerfahrt? Nun, etwas ähnliches. Du siehst nicht aus, als wärst du es gewohnt zu reisen. Du hast eine Karte von Silveron dabei. Leise mir bitte kurz. In der Gegend um Iselia ist jetzt der Fernsichtmodus verfügbar. In jeder Region dieser Welt gibt es steinerne Wegweiser. Wenn du einen findest, kannst du das tun, was ich gerade getan habe, und deine Reisen werden viel einfacher. Wenn du bequem reisen willst, solltest du vielleicht versuchen, sie zu finden. Das wusste ich nicht. Soll ich dir etwas über Reisen erzählen? Jupp. Wenn du in Fernsichtmodus über das Gelände bewegst, fährt die Kamera zurück und macht so einen größeren Abschnitt des Geländes sichtbar. Zudem bewegen sich die Monster nicht, wenn sich der Charakter nicht bewegt. Im Fernsichtmodus kannst du jedoch keine feingelassenen Gegenstände im Gelände sehen. Wechsel zwischen den verschiedenen Modi, je nachdem, ob du auf Bewegung oder Erforschung achten willst. Du kannst den Fernsichtmodus benutzen oder abbrechen, indem du Viereck im Feld drückst. Jo. Der Fernsichtmodus ist erst verfügbar, nachdem du einen steinernen Wegweiser im Gelände gefunden hast. Bitte beachte, dass der Fernsichtmodus nicht in der Gegend verfügbar ist, für den du den steinernen Wegweiser noch nicht gefunden hast. Was das überhaupt ist, weiß ich noch nicht. Aber naja, viel Glück. Vielen Dank. Okay. Hier können wir auch reingehen, um uns zu heilen. Also, hier. So, habe ich jetzt gezeigt, jetzt gehe ich wieder raus. Jetzt mal habe ich das gemacht, jetzt habe ich das nicht nötig. Und ja, gehen wir weiter. Da ich weiß, wo ich jetzt hin muss, macht das ein bisschen einfacher. So, der Wegweiser lässt sich irgendwie nicht aktivieren. Ich weiß nicht so genau, wie der funktioniert. Aber werde ich schon irgendwann. Und wir gehen jetzt hier lang. Ignorieren erstmal alle Gegner. この地方のどこかにイフリートに通じている門があるんだってさ。この辺りが熱いのはイフリートの影響なんだ。イフリートに通じる門？イフリット、ケントマン。それってもしかして、これとたちが目指している封印ってのはきっとそれのことだよ。そっか。じゃあこの地方のどこかにコレットがいるんだな。 それにしてもお前物知りだな。僕はロイドと違って授業中に居眠りなんかしてないからね。 Hey. Na okay, ist ja wahr. Die erste Szene, die man wortwörtlich gesehen hat, war, wie Lloyd am Pennen war. Im Unterricht. Wir haben jetzt die Wüstenhose Triet betreten. Was machen die da? Dies ist ein Befehl von Lord Forzistus. Ein Mensch namens Lloyd mit einer Ex-Fähre auf der Flucht. Sei die Identifikationsnummer als unbekannt, sperrt sofort alle Bereiche ab.
Wie sieht dieser Lloyd aus? Sein Porträt und eine Beschreibung findet ihr auf den Steckbrief. Wir zählen auf euch. Ja, Sir. Ja, aufhängt. Ja, okay, jetzt brauche ich Feierabend. Tschüss. Mann, Steckbrief und Suchtrupp, sie meinen es wirklich ernst. Wir müssen uns beeilen und Colette finden. Hey, ich dachte, wir suchen Colette, um sie zu beschützen. Jetzt sieht es aus, als müssen sie uns helfen. Ist es wirklich wichtig, warum wir sie suchen? Manchmal denkst du zu viel, wenn du es gar nicht musst. Okay. Dann gucken wir uns mal... Bleibt schön hier, Neusch. Dann gucken wir uns mal das Porträt an. Ich meine den Steckbrief. Ist das der Steckbrief? Bin nicht wirklich so hässlich. Du sollst froh sein, Leute. Auf diese Weise finden sich dich doch nie, wahrscheinlich. Sieht doch fast so schlimm wie die Porträts aus Tales of Xillia, ja. Wir designt hier überhaupt diese ganzen Steckbriefe. So, was gibt's hier noch? Sag mal, du da. Hm? Ich? Hast du mal eine Minute Zeit? Okay. Gut, meine Leidenschaft ist es, Waffen und Harnische durch verschiedene Materialien zu verstärken. Hm, okay. Ja, aber in der letzten Zeit gibt es eine Menge Schwertkämpfer, die nur Show machen. Du bist keiner von denen, oder? Natürlich nicht. Ich habe noch nicht mal Schwerter, als in Holzklingen. Gut, dann bring mir einen Pelz und ich werde dich für deine Mühen entlohnen. Ist das ein Pelz? Oh, gute Arbeit, mein Junge. In Ordnung, ich gebe dir das. Ein Weichleder halten. Ich bin ein Anpassungsschmied. Ich fertige einen neuen Harnisch aus dem Weichleder, das ich dir eben gegeben habe, und dem Pelz, den du mitgebracht hast. Und dann können wir einen Hartleder herstellen. Cool. Du gibst mir das? Ich muss nichts dafür bezahlen? Ja, und an der Stelle habe ich irgendwie eine Trophäe bekommen. Keine Sorge, ich möchte es nur anpassen. Auch wenn du stärkere Waffen und Harnische kaufst, es gibt überall auf dieser Welt Leute wie mich, die leidenschaftlich gerne Ausrüstung anpassen. Wirf deine alten Waffen also nicht weg. Mache ich sowieso nicht. Gib uns Anpassungsschmieden etwas zu tun. Abhängig davon, wer anpasst, wird das Ergebnis unterschiedlich sein. Du sollst also gut überlegen, bevor du anpassen lässt. Okay, verstanden. Ich danke dir. Keine Ursache. Ich mache nur meinen Job. So, und hier sind überall Läden. Da könnte ich jetzt überall reinschauen, aber ich habe voll wenig Geld. Ich kann mir keine neuen Waffen, keine neuen Rüstungen und so leisten. Deswegen, wir werden ja wohl nicht das letzte Mal hier in dieser Stadt ankommen. Deswegen gucke ich ein andermal hier die ganzen Läden und so nach. Viel wichtiger ist jetzt das hier. Das kommt uns doch auch bekannt vor. Sieh her, das waren auch die Designs. Nein, das ist, das muss. Ist das nicht umwerfend? Es ist der Umriss der Auserwählten. Ich bin sicher, er wird zur Touristenattraktion. Punkt, Punkt, Punkt. Das haben wir doch schon in der Schule von Iselia gesehen. Ah, was macht die Colette denn? Die kann man nur so heftig durch die Wand preschen. So. Miau, willkommen beim Katzforschungsteam. Brauchst du Hilfe? Ja, hier können wir noch Infos zum Katzforschungsteam aufrufen. Und ja, die können uns, so wie ich das mitbekommen habe, können die uns für eine Gebühr sagen, welche Monster hier durch die Gegend laufen, die wir noch nicht im Monsterbuch haben. Die können fehlende Gegenstände nee, das weiß ich jetzt nicht mehr. Wir finden heraus, ob es in unserem Bereich Schatzkisten gibt, die du übersehen hast. Okay, Schatzkisten. Die sagen uns jedenfalls hier im Gebiet, wo wir sind, wo irgendwie Gegenden und so was alles sind, die spüren hier irgendwie was auf. Okay, im letzten Part habe ich auch hier 100 Gold für irgendwas gemacht. Ich mach mal Kartenerstellung. So. Okay, und dann geht da irgendwie einer los und dann suchen die was. Aber was passiert, wenn die wiederkommen, weiß ich nicht. So, hier kann man Essen kaufen. Habe ich auch nicht genug Geld dafür. Und wir gehen jetzt hier rein. Hallo. Willkommen im Zelt der Wahrdringen. Was soll ich euch weiß sagen? Wir werden gerne wissen, wo Colette, wo die Auserwählte sich jetzt befindet. Hm, verstanden. Das kostet 100 Gold. Überall wird mir Geld abgedrückt. Das ist aber teuer. Hast du gerade etwas gesagt? Nein, ich bezahle. Ich weiß zwar, was passiert, aber egal. Hm, ich kann sie sehen.
Die Auserwählte ist in Richtung der Oase unterwegs, die zerstört worden sein soll, als Ifrit außer Kontrolle geraten ist. Ist das wahr? Der Begleiter der Auserwählten hat es selbst gesagt, also besteht also kein Zweifel. Ja, ich... Geld abschneider. So. Überall wollen sie mir Geld abdrücken. Okay, dann... Mehr gibt es hier nichts zu erledigen. Deswegen gucken wir mal, was passiert, wenn wir hier rausgehen. Warte! Oh nein, die Rhythmusbrüder. Sieht er nicht aus wie der Typ auf dem Steckbrief? Überhaupt nicht. Ich meine, lass sehen. Ja, er sieht genauso aus. Wie schön für dich, Leute. Sie sagen, du siehst gut aus. Sehe ich wirklich so furchtbar aus? Du musst Lloyd sein. Da er mich ja schon gerade so genannt hat. Ja, das stimmt. Hey, wo bleibt dein Spruch? Wer bist du, dass du mich nach meinem Namen fragst? Was soll das jetzt noch? Ich glaube, du kannst nicht wegrennen, wenn du bei Steckbriefen mit deinem Gesicht hängen. Du fängst an, mir auf die Nerven zu gehen. Schnappt ihn euch. So, machen wir die platt. Zack. Aua. Zack. Sonic, aua. Boah, ich brauche unbedingt neue Waffen. Ich kann auch nicht mit dem Holzschwert die ganze Zeit rumlaufen. Boah. So. Hey. Ich möchte mal hier den Steuerungsstil ausstellen, weil hier ist schon ein Angriff mit blauer Schrift. Das bedeutet, wir müssten den eigentlich erlernen. Danke. Das Blöde ist, wenn ich auf manuell stelle, dann springe ich, wenn ich nach oben drücke. Und ich muss nach oben und Kreis drücken, um den Angriff auszuführen. Was ein bisschen schwierig ist. Deswegen tue ich auf Semi-Auto jetzt umstellen. Au. Oh Gott. Zack. Und. Sword Rain ist übrigens auch eine bekannte Attacke. Ich kenne aber nur Sword Rain Alpha bis jetzt. Oh mein Gott, geh weg. Aua. Jawohl. Gut gemacht, Genis. Ha, alles nur Gerede. Leute, hüte dich vor ihnen oder du wirst es bereuen. Ich pass schon auf, aber sie waren so erbärmlich. Autsch. Lloyd! Ich hab Angst. Bitte tut mir nichts. Ich werde brav sein. Hm. Boah. Wie laufen die irgendwie schräg? Ich bringe Lloyd. Und ich habe geholfen. Wer ist denn dieses Kind? Sein Freund anscheinend. Was sollen wir mit ihm machen? Der Boss will nur Lloyd. Den brauchen wir nicht. Auch noch mitzuschleppen, meine ich. Alles klar. Tschüss. Was läuft hier mit so gestreckten Armen rum? Was passiert jetzt mit mir? Lloyd hat mich gezwungen herzukommen. Ich wollte ja gar nicht. Schon gut, als einen von uns lassen wir dich gehen. Verschwinde schon. Bist du sicher, dass das in Ordnung ist? Das kann uns ein Kind schon anhaben. Vielen Dank, dass Sie mich freigelassen haben. Das werde ich nie vergessen. Auf Wiedersehen, meine Herren. Hau endlich ab. Neusch, du bist uns gefolgt. Komm, wir retten Leute zusammen. Ja, okay, wenn es sein muss. Ja, perfekte Schauspielkunst von Genis. Oh, au. Wo bin ich? Da tut mir dieser Leute ja richtig leid. Ja, die Hinrichtung ist ihm sicher. Hinrichtung? Was zum... Hey, Lord Potter hat euch rufen lassen. Alles klar. Wir stinken alle unter den Armen, deswegen laufen wir mit so breiten Armen rum. Verdammt, sie haben mir meine Ausrüstung mitgenommen. Solange die Wacht da ist, kann ich die Tür nicht aufmachen. Jetzt habe ich mit ein paar Holzschwertern hier irgendwas machen konnte. Ich habe nur noch den Mana-Ring. Idee! Wenn ich die Wache damit erwischen kann. Okay. Mr. Wache, könnten Sie bitte stillhalten? Verdammt.
Was ist das? Warum sind hier Flammen? Was soll das? Unbekannte Technologie. Ja, wer sind sie wohl? Das weiß niemand. So, und im letzten Part habe ich bis hierhin gespielt. Und ja, was jetzt kommt, weiß ich nicht. Das ist wesentlich schneller. Ich habe ungefähr 10 Minuten gespart. Ja, hier. Ich habe ungefähr 10 Minuten gespart, weil ich hier, keine Ahnung, schnell durchgelaufen, ein bisschen rumgerannt bin. Aber was ich eigentlich gemacht habe, ist die ganzen Läden hier zu erkunden, nur um herauszufinden, dass ich überhaupt kein Geld habe, mir irgendwas leisten zu können, und ich kann mein Menü nicht aufrufen. Was haben wir hier? Ausrüstung wieder gefunden, geil. Und ich habe wieder volle, okay, gut. Warte mal, Hartleder habe ich noch gar nicht ausgerüstet. Oh, deswegen war der Kampf so schwer. Okay. Was jetzt? Ich würde gerne... Oh, nee. Wer zum Teufel bist du? Gefangenenausbruch. Ist gar nicht wahr. Zack. Aua. Sword Rail. Ha, aua. Aua. Boah, die ziehen aber richtig wenig ab. Wahrscheinlich, weil ich alleine bin, ne? Aua. Ah. War verreckt doch. Aua. Mann. Zack. Verreckst du mal? Danke. Alles klar. Oh nee. Oh nee. Ich verpiss mich. Was ist denn das? Mal sehen. Wo ist er? Der Junge in Rot ist verschwunden. Drüben war er auch nicht. Komisch, es gibt doch nur einen Durchgang. Wie konnten wir ihn da verfehlen? Gehen wir zurück. Ja, dieser Raum hat einen besonderen Mechanismus. Okay. Es ist echt nervig, dass man sie jedes Mal elektrizieren muss, auf diese Paneele schieben muss, nur um die Türe zu öffnen. Laut Butter mag es halt gerne etwas kompliziert. Okay, spielen wir den Kern in Rot auf. Ja. Boah, gucken wir mal, ob wir durch die Tür passen. Rot, rot, rot. Fallen meine Klamotten derart auf? Okay, mal sehen. Das Ding sollte ich mir mal genauer ansehen. Okay. Muss mal kurz was gucken. Sprachausgabe. Weil ich schon lange keinen mehr sprechen gehört habe. Die Funktion des Mana-Rings hat sich geändert. Der Mana-Ring verhält sich seltsam. Das Feuer hat sich in eine Elektrizitätskugel verwandelt. Vielleicht kann ich damit diese komischen Maschinen aufhalten. Ich sollte mir die Geräte wohl immer genauer ansehen. So, ey. Ich will eigentlich auf euch schießen. Okay, komm her. Oh, Sword Rain, ganz schön TP ziehen. Ah. Aua. Mann. Du, du, du. Du, du, du. Klappt so. Ha. Klappt so. Genau wie ich es erwartet habe. So, ich muss ein bisschen kämpfen hier wegen... Ach, jetzt ist die neue. Okay. Ich habe schon eine Ahnung, was ich machen muss. Jawohl. Geh mal weiter. Geh mal weg, geh mal weg. Alter, geh mal weg. Geh mal zurück. Meine ich. Ja. So. Und du? Nein!
Nein! Warte mal, da ist noch ein Raum. Nein! Ich wollte gar nicht gegen dich kämpfen. Ich wollte in den einen Raum da gehen. Aua. Also ich muss ein bisschen stärker werden. Ja, dann gehen wir erstmal in den Raum hier. Hm, sie geht nicht auf. Ja, wunderbar. Nein, 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 nein. Bist du eigentlich irre? Warum folgt ihr mir denn so weit? Ich muss dich doch abschießen. Aua. 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 Hör auf damit. Aua. Hör auf damit. Aua. Zack. Und. Zack. Aua. Ma. Ich sitze am Boden. So. Hm. Wo ist denn jetzt der andere wieder? Ah. Ist hier wieder einer aufgetaucht? Okay, komm. So, jetzt der andere. Ha! Ich bin so gut. Hurra, die Tür ist auf. Nein, geh weg, geh weg. Wie kannst du es wagen? Aua. Okay. So. Langsam habe ich es drauf. Und noch so einer. Ha. Ha. Na. Oh. Naja, so lerne ich das Kampfsystem vielleicht noch ein bisschen besser. Ja. Also brauche ich ein paar Level-Ups und so. Speicherkristall gefunden. Was ist das denn? Das nehme ich wohl besser mal mit. Max, das was ich. Oh, entfernt das Siegel von einigen Speicherpunkten. Was? Okay, was ist links? Das sieht hier schon wieder so wichtig aus. Ich weiß, ich bin unausstehlich. Wow. Die Türen des Raums sind auch verschlossen. Ich werde mich mal umsehen. Hm? Wie? Dieser Speicherkristall leuchtet. Ne, er leuchtet nicht. Erhältung des Speicherkristalls und versiegelten Speicherpunkten lesen? Ja. Wenn du bestimmten Feind besiegst, erhältst du manchmal einen Speicherkristall. Mit Speicherkristallen können versiegelte Speicherpunkte geöffnet werden. Hierdurch wird der Speicherpunkt aktiviert und kann zum Speichern verwendet werden. Achte immer sorgfältig auf Speicherkristalle und versiegelte Speicherpunkte. Speichern. Ha! Jetzt kann ich speichern. Trophäe. Okay. Dann speichern wir mal und hoffen, dass jetzt die Aufnahme geglückt ist. Weil das kann ja nicht sein. Würde ich dann mal sagen, ich bin den Part hier. Habe ich das schon gesagt? Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss!